melden jetzt. Ne? Wir melden jetzt. Ausrichten! Ausrichten jetzt. Automatisch ausrichten. Nicht euch! Tobi, du musst dich jetzt also ausrichten. Ist neu, aber ist so. Ogade, aus! Das Gewehr über! Achtung, präsentiert das Gewehr! Zur Meldung an Oberleutnant, die Augen links! Hola, Jungschützen! Hola! Augen gerade aus. Das Gewehr über. Gewehr ab. Rechts. Jungschützen rüber.
Gewehr ab!
Majestät, König Frank Bayer, liebe Königin Irene Aulbue, verehrte Vorstände und Honoratioren, geschätzte Throngesellschaft, liebe Schützen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße die Mitglieder und Gäste des Bürgerschützenvereins Aalen zum Auftakt ihres Jahreshöhepunktes auf dem Marktplatz recht herzlich willkommen. Zugleich begrüße ich alle Bürgerinnen und Bürger, die sich dem Brauchtum verpflichtet fühlen und ihre Freundschaft mit den Schützinnen und Schützen bekunden. Es ist immer wieder ein überwältigender Anblick, diesem Aufmarsch der schmucken Uniformen, der stolzen Fahnen und der festlichen Klänge beiwohnen zu dürfen. Ihnen allen gilt mein Dank. Sie tragen ganz erheblich dazu bei, dass das Aalener Vereinswesen lebt und blüht. Seit seiner ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1224 ist Aalen gewachsen von einem kleinen bäuerlichen Marktflecken zu einer modernen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsstadt. Das Schützenwesen überstand die Jahrhunderte, überdauerte Kriege, Hunger- und Krisenzeiten, überlebte Pest, Cholera und auch Corona. Und vor allem blieb es bis in die heutige Zeit Ausdruck für soziales Miteinander. Der Glaube an Grundwerte und Kameradschaft, nicht zu verwechseln mit falscher Kumpanei, hat sämtliche Zeiten überdauert und ist wichtiger denn je. Ich will sagen, gerade die Schützenvereine sind eine Konstante in unserer Stadtgeschichte, allen voran der Bürgerschützenverein von 1688. Den beeindruckenden Beweis hierfür lieferte uns während der letzten Wochen die sehr gut besuchte Ausstellung Schützen-ABC im Heimatmuseum. Sie war so gut besucht wie kaum eine andere Ausstellung zuvor, was auch darin seinen guten Grund findet, dass das Schützenwesen schon seit Generationen tragendes Fundament unserer Stadtgesellschaft ist. Schützenvereine allgemein stützen das Gemeinwesen und pflegen den Heimatbegriff. Aalen ist eine offene Stadt mit Beziehungen in aller Welt. Wir leben die kulturelle Vielfalt und respektieren das Verschiedensein. Gleichwohl ist es richtig und gut, dass wir auch unsere angestammten Traditionen pflegen. Das Schützenwesen bekannte sich schon immer zur Heimat und zur Freiheit. Es verteidigt die Werte, die wir für uns als die richtigen empfinden. Das tun wir aus voller Überzeugung. Wo ein gesunder Patriotismus gelebt wird, wo Liebe zur Heimat heißt, fremde Menschen zu integrieren und nicht auszustoßen, da haben Fremdenfeindlichkeit und Rassismus keinen Platz. Ich danke allen Schützenvereinen, dass sie so konsequent einstehen für die verbindenden Grundwerte unserer Gesellschaft. Aalen steht für Weltoffenheit und liberales Denken. Nächstenliebe und Solidarität stehen bei uns nicht im Widerspruch zu Werten wie Glaube, Sitte und Heimat. Sie füllen sie vielmehr mit tieferem Sinn. Die Bürgerschaft kann stolz sein auf ihre Stützenvereine, die unsere Stadt nach innen und außen stets würdig vertreten. Dem Bürgerschützenverein wünsche ich nun gutes Gelingen und viel Freude bei der Ausrichtung des diesjährigen Schützenfestes im Berliner Park. Natürlich danke ich auch allen Helferinnen und Helfern sowie den Sponsoren für ihr Engagement, ohne dass die schönsten Schützentage im Jahr gar nicht möglich wären. Allen gleich angetretenen Schützen drücke ich die Daumen für das notwendige Glück beim Vogelschuss. Und wenn es nicht für den Vogel reicht, dann doch zumindest für eines seiner begehrten Insignien. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein dreifach kräftiges Hori! 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 Husta, 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 sasa! Gas, gas, gas!